Und damit herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast mit dem Schockt und dem Wolfhard. Und wir sind weiterhin hier im gebietlichen Farm, da wir alle Rohstoffe brauchen am Anfang, die wir überhaupt besitzen, bevor wir richtig dann mit unserem schönen magischen Dingensbumsen anfangen können. Und pff, Technik, Technik. Die kann man gar nicht wirklich ernst nehmen, die Technik. Okay, Gott. Hurensohn. Okay. Oh, ja. Okay, ich mache jetzt erstmal ein bisschen von diesem komischen Leuchtezeug ab. Das sieht so hässlich aus. Da, wo ich herkomme, nämlich die Leute immer Pocahontas. Also, und jetzt bei mir ist einfach nur alles voll mit irgendwelchen Ich weiß nicht, ich. Erzen, mit Alter, was ist das denn hier? Eisen und keine Ahnung, schlag mich tot. Ich komme gar nicht drauf klar. Es hört bei mir nicht auf mit Zeug. Ja, Zum Glück nicht. das ist echt viel, ja. Es hört bei mir aber nicht auf. Oh, und damit hat es gerade für mich aufgehört, weil meine Spitzhacke gerade kaputt gegangen ist. Aber ich hab noch genug Sachen dabei, um eine neue Werkbank zu bauen. Marble. Ich habe noch genug Sachen dabei, um jetzt einfach ganz gemütlich eine neue Eisenspitzhacke zu machen. Zack, zack, zack. Du und dein Forschungskeller mit Marble. Ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf Marble. Ich verstehe mal meinen Namen. Marvin. Ja. Wie Ich komme ich weiß jetzt gar hier nicht, wieder warum ich raus? Uran Wo? mitnehme. Wie seid ihr wieder? Safi, wie komme ich hier wieder raus? Keine Ahnung. Bin auch noch unten. Ich will ja Gold finden. Gold ist mein Ziel hier unten. Weil du brauchst Bist du nämlich überhaupt? Goldnuggets, um einen Zauberstab zu machen, mein Freund. Deswegen brauchen wir Gold. Also muss ich mich immer weiter in die tiefe Erde buddeln? Also wir brauchen mindestens einen einzigen Goldbarren, um Zauberstäbe zu machen. Einen Weil einzigen. ein einziger Goldbarren bringt ja 9 Golden Nuggets und ein einziger Golden Nugget bringt einen Zauberstab. Aber mich würde interessieren, wie du da runtergekommen bist. Echt, ah, hier lang bist Ich bin immer einen Weg gelaufen, keine Ahnung. Bei mir geht's richtig schön tief immer. Was habe ich denn da für einen schönen leuchtenden Rohstoff gefunden? Monazit. okay, dann buddel ich mich jetzt nach unten, weil ich nicht weiß, wo Safi ist. Take care of Lava, my friend. Echt jetzt? Ah, nach unten gebuddelt. Oh, Lava, hallo. Oh, blub, 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 Ja, bei Lava ist doch immer viel Gold, oder? blub. Gerüchte, Gerüchte. Das ist wie Diamanten. Ah, ja, wenn du Lava siehst, dann weißt du, dass Diamanten in der Nähe sind. Alles Gerüchte. Alles Lügen. Was bin ich zu Lava weit und unten? Creeper. Alter, was auf jeden Fall, warte mal auf mich. Ich buddel mich hier gerade hier durch die. Alter, Ja ist das. du, der Schock, Alter. wir müssen ja nicht zusammenlaufen. Das ist ja Doch, dann Quatsch. ansonsten weiß ich nachher nicht mal zurück. Ich weiß auch nicht, wo es zurückgeht. Oh, bei mir gewittert, hört ihr das? Oh, das höre ich gerade extremst. Alter, wie krass, ey. Ja, ich freue mich. Es kühlt ab. Ich wünsche mir, dass es bei mir mal regnet, endlich. Oh, leck mich geil, ey. Alter, wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er da hinten. Wie bist du da? Safi! Ich hab hier Gänge. Nein! Jetzt bist du unter mir. Warte mal. Nein! Spitzhacke kaputt gegangen. Ja, und ich habe keine mehr. Muss mir ein Crafting Table bauen. Bei dem einen regnet es Wasser, beim anderen regnet es Creeper. Okay, warte mal, Komm, Safi. Warte noch auf ein mich. einziges Gold, ohne Scheiß. Safi, warte auf mich. Oh Gold. Oh, warte auf mich. Ja, was sind das jetzt schon wieder für Shards, ey? Ja, Shards. Ja, ich hab's geschafft. Wo bist du, Safi? Den Namen sehe ich nicht mehr. Ach, da unten. Ich will Eisen. Eisen pup Alter, Eisen, wie der wirklich. liebe Kronk jetzt sagen würde. Wo ist er denn lang gelaufen? Ich bin auf einer Alter. 14er Höhe, mein Freund, auf einer 14er Höhe. Oh. Hallo, na du, na hi. Hey! Safi gefunden, Mission erfolgreich bestanden. Was ist denn das hier alles Cooles? Das kann ich nicht abbauen. Blubbeli, blub. Oh mein Gott. Hier geht die Luzi.
Creeper-Parade, das ist ja auch was Schönes. Alter, ohne Witz, ohne Witz. Wie viel Eisen ist hier? Eisen brauche ich auf jeden Fall. Ich Nein! nicht. Das war ein Creeper. Oh ja. Da komm doch, da komm, da Ich habe komm. Slime Balls gefunden. Oh Gott! Duffy, ich habe Gold gefunden. Ernsthaft? Nein. Schade. Alter, wie tief da unten schon eingegraben. Alter, ich wurde gerade abgeschossen. Duffy, Achtung! Stirb doch mal. Das Redstone? Ja. Alter, dieses Wasser müssen wir mal hier abstellen. Wäre ganz gut, ne? Kümmere mich mal gerade drum. Zack, was ist abgestellt? Wo geht's denn da hinten hin? Du, ich weiß nicht, wo es hier überall lang geht. Du weißt auch nachher hoffentlich wieder nach Hause. Nö. Das ist beruhigend. Boah! Aber wie bist du denn jetzt hier hochgekommen? Das gibt's ja gar nicht. Ich wurde gerade runtergestummt von einem Zombie. Oh Gott, gerade ist mein Schwert kaputt gegangen. Echt jetzt? Ja, mich hat gerade ein Zombie runtergekickt, der war noch mit zwei Zombies um mich herum. Ich hab kein Schwert mehr. Okay, YOLO. Aber hier ist richtig viel Kohle. Also wenn du Kohle brauchst, hier ist richtig, richtig viel. Na, ich habe jetzt auch ein bisschen was geholt, aber ich brauche Gold, damit ich hier raus kann. Das ist mir hier zu viel. What the fuck? Was haut mich hier? Alter, ich hau gerade eine Spinne mit einer Karotte. Ja, ich habe nichts zu verteidigen. Das ist halt echt gerade der Obershit. Creeper und ich habe dich zum Verteidigen. Was ist das Diamant hier? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht abbauen. What the heck, Alter? Wie viel Eisen ist hier? Ich werd bekloppt. Bekloppt. Bekloppt, bekloppt, Aber kann man hier auch ganz super aus der Welt fallen? bekloppt. Nein, du hast unten immer noch Bedrock. Das hat sich nicht geändert in der Minecraft-Zeit. Habe keine Schippe. Ich werde echt bescheuert, ne? Ich brauche ein einziges Gold. Du findest hier Rohstoffe ohne Ende. Kill die Zombies jetzt mit meiner Axt. Ich bin jetzt Kurz. ganz unten bei den Grundsteinen. Hier muss es doch irgendwo Gold geben. Ich kann es auch nicht so ganz believen, mein Freund. Belieben? Ja, Believer. Ich habe Angst, ich höre Monster. Gott sei Dank kann man eine Luxü. Holzfäller-Axt auch super als Verteidigungswaffe nehmen. Alter, das Gewitter da draußen, das ist ja ekelhaft. Was hatten? Ich hab Gold gefunden, ich hab Gold gefunden. Ich hab blau und schlau gelöst, ich hab blau und schlau gelöst. Du guckst eindeutig zu viel Fernsehen. Ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Nein, du guckst kein Fernsehen und kennst Blau und Schlau. Geil. Ja, das ist schon ewig lang her. Mittlerweile gucke ich gar kein Fernsehen, muss ich sagen. So, dann gehe ich aber noch kurz hier unten durch. Guck mal hier am Osmanitz, die haben wir viel Lava, wo ich gleich reinfallen werde wahrscheinlich und dann kein Gold mehr habe. Gut. Ich werde mich jetzt nach oben begeben. Warte auf mich, nehme ich mit. Kann ich nicht mitnehmen. Doch, du kannst mich mitnehmen. Du bist 30 Meter von mir weg. Ich werde mich gleich nach oben bauen, dann kann ich dich nicht mitnehmen. Weil ich nämlich unter mich keinen Baum oder keinen Block setzen Hallo. kann. Du wirst mich mitnehmen. Aua! Ich habe kaum Leben. Der Arsch einfach nicht auf mich wartet. Merkt ihr das, Leute? Nur ein Ich bin Egoist hier. fast tot, ja. Dann ess doch was. Ja, ich reck so langsam. Ich habe keine Waffe zu verteidigen, das ist das Ding. Dann nimm meine und sei zufrieden und sei ruhig. Nee, das ist nur hier irgendwie. Scheiße, ey. Boah, bei mir leckt gerade das. Alter! Bei mir leckt's. Warum leckt's bei mir? Hilfe!
Es laggt. Tschüss. Natürlich. Was dann? Alter, jetzt spring doch mal hoch. Also anders wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich hier rauskommen soll. Das ist immer so das Ding, wenn du dich kilometerweit tief runtergräbst und einmal nicht mal den Rückweg weißt. Einfach weil du so herumgezogen bist von den vielen Items. Ich hab da eine kleine Lichtquelle hinterlassen, Jock. Sehr nett von dir, Du wirst wirklich. es so gleich erreichen. Ja, ich habe ich schon erreicht. Aber wieso laggt denn das jetzt gerade bei mir so extremst? Keine Ahnung. Das bei dir auch so? Bei Wolf? mir. Ja, wir waren unten bei der Lava. Wir haben es erreicht, wir sind oben. Kann schon das Dunkle nicht mehr sehen. Dann gehe ich mal in mein Hütchen nach oben. Warte mal, erstmal muss ich meinen Wegpunkt wieder anmachen. Zu Hause. 100, 200 Meter, so weit weg war ich gar nicht. Boah, 200 Meter, das ist echt weg. Alter, bei mir laggt das so extremst. Bei mir gar nicht. Doch, bei mir schon. Muss mal ganz kurz was überprüfen. Muss mal kurz Minecraft minimieren und was überprüfen. Und es öffnet sich nicht. Gut. Ich weiß nicht, was los ist. Wie viele FPS hast du denn? Gar keine mehr. Jetzt hat sich Minecraft auch vollkommen aufgehangen. Damit ist bei mir jetzt erstmal Schluss. Ihr könnt bei den anderen beiden vorbeischauen, wie es da weitergeht. Das wird erstmal sowieso die letzte Folge sein für die Aufnahmesession und dann geht's bei den nächsten weiter. Mach erstmal bei mir Schluss. Bis dann! Tschüss. Ja, wir haben erst 12 Minuten. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich jetzt alles einschmelze, vor noch das Gold, damit ich gleich Zauberstab machen kann. Sollen wir pennen gehen? Gehen wir mal pennen. Ah, du bist zu weit weg. Du bist zu weit weg, okay. Aber meine Festplatte ist auch voll. Das ergibt Sinn. Dann ergibt das Ganze Sinn, Mann. Noch so viele alte Programme, die ich eigentlich noch alle durcharbeiten wollte, also Videos, die habe ich bloß die letzten Tage nicht mehr geschafft. Ach stimmt, ich bin doch noch Aufnahme. Ja, Leute, meine Festplatte ist voll. Das ist, wenn man so viel vorproduziert, die aber nicht bearbeitet, die Rohmaterialien, und dann ist es natürlich klar, dass es dann voll ist. Ist aber jetzt wirklich das erste Mal, seitdem ich Let's Play mache. Das ist das erste Mal, dass das jetzt mal wirklich voll geworden ist. Der 1 Terabyte. Wie mache ich denn noch mal den Arcan Worktable? Ist eben was Neues. Nix. Ich nur gesagt, erzähl was Neues. Ich hab einen Zauberstab. Hex. Ganz Luft zum Stinken bringen, oder? So. So. Das sieht schon mal hübsch aus, was ich jetzt zusammengefarmt habe. Weil ich mal das Eisen hier rein. Ich habe auch schon mal einen Haufen Eisen. Dann kann ich mir definitiv gleich mal mein Zauberbuch machen. Ich habe mein Zauberbuch. In dem es jetzt hier auch einige neue Sachen gibt, die wir vorher noch nicht hatten. Sehe ich gerade. Das heißt, wir werden auf jeden Fall viel mehr Spaß haben wie bei dem anderen. Aber die meisten Sachen kennen wir schon und wissen schon, wie wir da vorgehen werden. Gucken wir natürlich erstmal, wir müssen uns einen Kessel machen.
Das ist natürlich wieder wichtig. Den machen wir hier jetzt direkt. Naja, das ist ein Minecart. Brauchen wir also mehr Eisen. Der Schock, der hört jetzt hier hoffentlich fleißig zu, damit er gleich weiß, was er machen muss in der nächsten Folge. Ja, klar. Ich bin bloß hier gerade an meiner Festplatte aufräumen, damit ich gleich für die nächste Session wieder am Start bin. So, das stelle ich mal um. Nee, das ist wie gesagt das erste Mal. Ich mache das jetzt schon seit über einem Jahr. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich die Platte voll ist. Aber einmal ist keinmal, sage ich immer wieder. So, da kommt der Kessel dann hin. Gucken wir mal ganz kurz, wie wir unseren Arkane Werkbank machen. Ah, da müssen wir einfach dann einen Table bauen. Ich Holz mal dabei, ich habe kein Holz mehr dabei. Dann müssen wir uns einen Table machen. Zack, zack. Den setzen wir jetzt hier hin und zaubern einmal drauf und haben unsere Arkane Werkbank. Wunderbar. Super. Du machst noch einen Eimer. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt wieder die Anfänge der Magie, mit denen ich dann direkt loslegen kann. Ich hätte ihm gleich zwei Eimer machen sollen, nicht Hurensohn. Echt, ich bin so ein Arsch. Muss ich da wieder hochhüpfen, ne? Es ist zum Heulen. Hüpf, hüpf, hüpf. Weil ich mich eine unendliche Wasserquelle machen muss. Da ich mich mehr als einmal Wasser holen muss, definitiv. Zack. Ab geht's, Party, Party. Runter da. Zack, zack, Wasser, Wasser. Kann ich aber Ach. Glück reden, dass ich mit Facecam gearbeitet habe. Warum? Ansonsten wäre die Platte, glaube ich, noch schneller voll. In der nächsten Folge zeige ich dann auch nochmal ganz genau, was hier alles abgeht. Was man da machen muss. Richtig. Das ist korrekt. So, jetzt sortiere ich hier kurz mein Inventar. Ich kann aber schon mal ganz kurz hier dieses ganze Gedudel, was ich hier habe, an Erzen, an mehr oder weniger Kristallen, kann ich da oben rein tun. Damit er schon mal einigermaßen in Ordnung reinkommt. In meine Kisten. Zack, sexy. Okay, gut. Dann überlege ich jetzt gerade mal, ob ich schon meine erste Sache erforschen soll oder nicht. Komm, weißt du, was ich erforsche jetzt schon mal? Quarzkristalle habe ich auch schon ein paar gefunden, die sind cool. Okay. Habe ich aber auch, glaube ich. Warte mal, muss mal gucken. Quarzkristall, ja. Die aussehen wie Diamanten, ne? Habe ich auch 14 Stück. Entschuldigung. So. Ich werde es auf jeden Fall noch nicht erforschen, ich werde erstmal hier Papier anpflanzen. Das sind so Rohrzucker anpflanzen, dass es zu PP wird. Weil wenn ich jetzt dieses 4 nehme und daraus Papier mache, das lohnt sich nicht, da komme ich am Ende auf kein Rezept raus. So, dann gucke ich erstmal, ob ich meinen Rohrzucker finde und dann haben wir schon fast die 20 Minuten mit erreicht. Yo! Wo wir dann das folgende Päuschen machen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dass wir irgendwas besser machen können, schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden immer so 4 Folgen auf jeden Fall vordrehen.
Also dich Genau. wundern, wenn wir jetzt irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel in Nicht dem reagieren Fall, können. genau, wenn jetzt unter die erste Folge zum Beispiel geschrieben habt, irgendwie macht das und das oder das und das, das ist cool. Nicht wundern, da können wir dann erst ab Folge 5 drauf reagieren. Wenn ihr in Folge 5 etwas schreibt, können wir erst ab Folge 9 drauf reagieren, also immer nach 4 Folgen. Deswegen bitte nicht wundern und nicht uns übel nehmen, dass wir da ein bisschen brauchen dann, weil wir immer mindestens 4 Folgen vorproduzieren. Nur damit das schon mal klargestellt ist, damit wir da keine Problemchen mit euch bekommen, ne? Brauchen wir nicht. Echt mal. Ekelhaft. So, das Rohrzeug in 60 Grad gefunden, das pflanze ich noch schnell an. Und dann. Oh Gott, eine Spinnenhorde und Skeletthorde verfolgt mich. Leute, das sieht jetzt bestimmt jetzt gerade in der Aufnahme ein bisschen blöd aus, aber getrennt. Was hast du die ganze Zeit noch gemacht online? Bitte? Was hast du die ganze Zeit noch online gemacht? Ich habe meine Festplatte mal leer geräumt. Also. So. Sind ja schon alleine über 600 Gigabyte an Material, was ich gar nicht mehr brauche. Löscht du das Material nicht mehr, was du fertig hast? Bitte? Löscht du das Material nie, was du fertig schon, also was schon fertig geschnitten hast und so? Nee, nee, das ist noch alles roh. Aber Ach, die naja. Bearbeitung. Ja, genau, würde ich jetzt auch mal meinen. Gerade auch zum Haus hoch, chillt mal. So. Can only sleep at night. Was? Sekunde. Sekunde. Ich hab mir hier Fackeln geholt. Zack, da eine Fackel hin. 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 Dass ich nicht dann wieder aufnehmen. Da hier im Monsterparadies haben die mal ganz das Haus wegsprengen. Leuchte ich mal ganz kurz hier aus. Vor allem, weil ich halt eben noch kein Haus habe, das ich zumachen kann. Sondern einfach nur auf dem Berg halt eben oder eher wieder in den Innenberg reinbaue. Deswegen setze ich gerade die ganzen Fackeln hin. Und dann ist das Ganze hier sicher. Da drin auch Fackeln. Die sind jetzt noch nicht schön, wie sie hingesetzt sind. Das mache ich dann später, wenn dann hier das Haus steht. Steht ja jetzt momentan noch nicht. Und dann passt das. Wunderbar. Gut, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr unseren Erfolg schon schön findet, dann hinterlassen wir einen Daumen. Schaut bei allen vorbei, die unten in der Beschreibung auch verlinkt sind. Und ihr könnt uns, wie gesagt, auch Tipps geben, falls wir irgendwas besser machen sollen oder irgendwie Kritik da lassen. Zumindest bitte dann, wenn dann keine Kritik wie du Hurensohn, sondern Kritik wie ja, das könntet ihr besser machen oder keine Ahnung was, eben hilfreiche, aus dem auch was können. Und wie gesagt, euch nicht wundern, auf Kommentare können wir erst immer noch 4 Folgen eingehen. Und das werden wir auch definitiv tun, wenn wir uns damit die Sachen durchlesen und dann das auch ansprechen in Folgen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich denke mal, die beiden auch. Jo. Oder schönen guten Morgen oder guten Mittag oder was weiß ich, wann ihr die Folge guckt. Und ja, Danny. Bis zu einer nächsten Folge. Tschüssikowski. Tschüss.